Helga Dernesch, Isolde, Brünnhilde, Eva, Amme, Clytemnestra. Heute bei uns seien Sie herzlich begrüßt bei Da Capo, 51. Sendung. Gibt es bei der Oper überhaupt einen Da Capo? Ja, im italienischen Fach. Sie haben keins gehabt? Ich habe zu wenig italienische Partien gesungen. Ja, aber Sie kennen ja diese Anekdote mit dem Tenor in Dresden war es, nicht? Der hat gesungen mit letzter Kraft einer Arie und dann hat die Clique gerufen, Da Capo, Da Capo. Und dann hat er mit allerletzter Kraft nochmal, dann haben sie nochmal Da Capo geschrien. Hat einer gesagt, gefällt Ihnen der so gut? Und dann hat er gesagt, nee, sagt der Clique, heute machen wir ihn fertig. Also fertig. Ja, ne? Ja. Darf ich fragen, wie fing denn das so alles an? Ich habe gelesen, mit 12 Jahren haben Sie in Wien... In Wien, in meiner Heimatstadt, war ich zum ersten Mal in der Oper, damals in der Volksoper. Was haben Sie gehört? Tannhäuser. Ja. Ja, ich habe schwer angefangen. Ja. Und das hat Sie so beeindruckt? Und das hat mich so fasziniert. Ich hatte damals schon 7 Jahre Klavierunterricht, dass ich mir also einen Klavierauszug besorgt habe, mich hingesetzt habe und gesagt habe, jetzt, das kann ich auch. Ui, der Vater hat auch, glaube ich, Violine oder was? Vater hat Violine gespielt, Mutter ein bisschen Klavier. Also ja. Es war kein amusisches Elternhaus. Gut. Und dann ging es aufs Konservatorium, wann? Nach dem Abitur. Ich durfte vorher nicht. Aha. Mein Vater verlangte, dass ich erst das Abitur fertig mache. Und dann verlangte er, dass ich etwas Ordentliches tue. Ja. Was in seinen Augen gewesen ist, zumindest als Sekretärin, ein bisschen einen Broterwerb zu haben. Und nebenher ging ich aufs Konservatorium. In Wien und habe dort 3 Jahre nur Gesang studiert und 1 Jahr war ich in der Opernschule. Aber da hatte ich schon, zu deren großer Enttäuschung, da hatte ich schon das erste Engagement in der Tasche. Ja, also aber ich blieb nur 1 Jahr. Wieso sind Sie denn in den Chor nach Bayreuth gekommen? Ich hatte 1959 ein Stipendium als besonders begabtes Kind vom Konservatorium. Schön. Und sah 3 Aufführungen in Bayreuth. Wo nach dem Parsifal hatte ich Fieberanfälle, so beeindruckt war ich. Und bei der Gelegenheit habe ich vorgesungen. Und Wieland und Wolfgang Wagner haben zu mir gesagt... Darf ich eben unterbrechen? Sehen Sie mal das Bild dort an. Da sind Sie, haben wir gefunden, ein Bild von Ihnen im Chor. Ja. Der in dem Kreis, das sind Sie. Das bin ich, ja. Absolut zu erkennen. Ja, ja. Ja. Er hat gesagt, mein liebes Kind, Sie sind ja nicht einmal noch 20. Die Großen, die, sagen wir, Gudrune und Freya, können Sie natürlich singen, aber das singt bei mir zum Beispiel die Frau Björner. Ja. Kommen Sie doch in den Chor, da können Sie zuschauen und die großen Sänger beobachten, da können Sie viel lernen. Außerdem war Wilhelm Pitz ein hervorragender Chormeister. Und man konnte auch bei ihm lernen. Wo war denn Ihr Debüt? In Bern, in der Schweiz. Und was haben Sie da gesungen als Debüt? Als Debüt war die Marina in Boris Godunow. Sie werden lachen. Ganz am Schluss unserer Sendung werden wir diese Marina hören, nicht die aus Bern, aber wir haben sie von woanders Wirklich? Gefunden. Ja, Sie werden hören. Sie waren von 61 bis 63 in Bern und dann ging es nach? Nach Wiesbaden. Wiesbaden. Und in Wiesbaden, da ging das schon los, dass Sie sich mit Wagner, stimmt das so, speziell beschäftigt? Ja, ich hatte schon in Bern die Elisabeth im Tannhäuser gesungen. Mhm. Ich hatte in Wiesbaden das Äffchen in den Meistersingern draufbekommen. Ja, und es steigerte sich langsam. Dann das nächste Engagement war Köln. Nee, vorher war was. Nämlich 67 haben Sie die Silja einmal als Elisabeth abgelöst, stimmt das? Ich weiß jetzt nicht, ob 67 oder 68, ich war 67. Ja. Ja, da bin ich eingesprungen. Die Aufnahme haben wir nicht gefunden, die von Bayreuth, aber wir haben sie als Elisabeth, und das ist unsere erste Einspielung. Nicht Bayreuth, aber Tannhäuser, dicht teure Halle, Wiener Philharmoniker unter Sir George Scholti.
Nicht ganz synchron, aber wunderbar. Sie haben einmal gelogen. Sie haben gesagt, ich habe nie einen normalen Sopran gehabt. Stimmt doch gar nicht. Na, ich weiß nicht. Nein. Na ja, ich habe als ganz junges Ding mit 14, 15 konnte ich die Königin der Nacht singen. Sehen Sie. Und im ersten Engagement habe ich die Antonia gesungen mit einem tadellosen hohen D hinter der Bühne. Aber es blieb nicht dabei. Entwicklungen. Ja. Sie haben eben gesprochen von Bayreuth. Im Ring haben Sie doch sehr viel gesungen, nicht? Ja. Vom Ring. Wie viele Rollen so im Ganzen? 16. 16 Rollen? 16. Gibt es so viele? Ja. Eine fehlt mir noch, die ich singen könnte, und das wäre die Erda im Rheingold. Ja. Dann wären es 17. Aha, wollen wir mal sehen. Ja. dann haben Sie schon gesagt, dann kam Köln und dann kam Gastspiel in Wien und in Berlin und dann kam Salzburg. Ich glaube 69 mit Karajan als Brünnhilde und Isolde. Ja. Isolde, das war richtig zu der Zeit schon? Ja, das war, doch. Ja? Absolut. Mhm. Ja. Schauen Sie, wenn Karajan sagt, Sie können das, dann glaubt man es auch zu können und es geht auch. Er hat manchmal gesagt, ob es da ganz richtig war, aber bei Ihnen war es richtig. Ja. Ich glaube schon. Leonore auch? Leonore war dann anschließend. Dann kam Edinburgh, München, dann kam das weiter. Und dann kam bald USA, ich glaube 72 oder 73. 72 war mein erstes Gastspiel in den USA für Oper. Konzerte war ich vorher schon da. Und Ende der 70er Jahre, haben Sie selbst gesagt, da kam dieser Fachwechsel. Ja. Darüber reden wir aber später. Das war mir doch noch nie, das ist interessant. Ja, 85 sage ich ganz besonders gern, da war in der Met, das Debüt an der Met. Was war das? Das war Chowanschina, die Marfa in Chowanschina. Ja, mit einer sehr guten Besetzung. Und mit einem sehr guten Regisseur. Also. Professor Eberding. Ja, nein, aber der Talvella, der Giaurov, es war eine herrliche Arbeit. Ja. Diese, dann San Francisco kam, was alles. Über die modernen Rollen werde ich gern sprechen, aber nicht jetzt. Das haben wir uns extra vorgenommen, denn da sind Sie doch ganz wichtig, was Sie da getan haben. Liebe Frau, Ihr Verhältnis, das frage ich alle, Ihr Verhältnis zur Partitur und zum Klavierzug. Wie lernen Sie die Rollen? Ich lerne überhaupt nicht gerne alleine. Ich lerne auch nicht nach dem Tonband, ich höre auch keine Schallplatte, sondern ich gehe einfach mit dem Klavierauszug zum Korrepetitor und arbeite, wenn es geht, jeden Tag eine Stunde mit ihm an dieser Rolle. Ah, so. Und moderne Werke auch genauso? Genauso. Obwohl die keine Melodien haben? Genauso. Das wird, wenn Sie 30 Stunden korrepetiert haben, wird das zur Melodie. Ui. Ja. Was ist mit Mozart? Habe ich so wenig gefunden bei Ihnen. Mozart habe ich ganz am Anfang sehr oft die Figaro-Gräfin gesungen, die Fiordilici, die erste Dame in der Zauberflöte, aber ich glaube, das war's schon. Ja. Donna Elvira. Gibt es so eine Art Vorbild? Na ja, Vorbild, Sie meinen eine Sängerin oder einen Sänger. Ja, später dann Birgit Nilsson. Ich wollte immer dieses Fach singen. Mhm. Manche haben gesagt, bösartig, Sie hätten so immer gegen den Schatten von der Nilsson gesungen. Kann man das sagen? Das haben die Leute gesagt. Wir haben uns immer blendend verstanden. Ich möchte so gerne etwas von der Isolde hören. Wir haben da eine Einspielung. Was träumte mir? Trist mit Vickers. Mit Vickers. Mit Vickers. Berliner Philharmoniker unter Karajan, der auch Regisseur war. Bildschneider Siemsen, den wir beide gut kennen, das erkennt man gleich, wenn Sie es sehen. Christa Ludwig taucht mal soeben auf als Brangäne. Was träumte mir Isolde? Schade, jetzt hätte ich so gerne gesehen, was Sie jetzt noch gemacht hätten. Ob Sie ohnmächtig geworden sind, weil der Marke kam oder sowas. Ich glaube, wir sind abgegangen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, ich freue mich immer so, wie die letzte Akkorde jetzt auf einmal zusammen singt, weil sie den Marke sieht und so weiter. Ja. Darf ich das sagen, als auch Ihr Regisseur? Sie haben für mich eine instrumentale Präsenz, wenn Sie auf der Bühne sind. Das hat mir immer viel Freude gemacht. Danke. Ihr Verhältnis zur Interpretation. Als Sie die erste Marschallin in Köln gesungen haben, diese Marschallin, ist das so eine resignierende, elegische Frau für Sie? Nein, überhaupt nicht. Nicht? Ich glaube nicht, nein. Sie ist auch aus unserer Sicht heute nicht so alt. Nein. Wie man sie früher gerne dargestellt hat. Aber lieber als die Marschallin haben Sie immer die bösen Frauen gespielt. Warum so viele? Ja, das kam dann später mit dem Fachwechsel, nicht? Ja. Ja. Aber wozu ich sagen möchte, dass gerade diese sogenannten bösen Frauen sehr selten richtig ganz böse sind. Also ich denke jetzt an Clytemnestra ist nicht ganz böse, Amme ist nicht ganz böse. Nein. Die will ja auch nur das Beste für dieses Kind, für die Kaiserin tun. Ja. Sie haben mal über die Clytemnestra gesagt, das ist eine zutiefst vom Leben gedemütigte Frau. Das kann man sagen über die Clytemnestra. Ja, ja. Mhm. Ich meine, ich weiß, dass sie verheiratet war, ein Kind an der Brust säugte, als Agamemnon sie gesehen hat, sich sofort in die Frau verliebt hat, den Mann erstochen hat, das Kind von der Brust gerissen und sie geraubt. Ja. Später kam das Opfer der Tochter Iphigenie.
Dann kam er zurück aus dem Krieg und hatte Cassandra mit als Geliebte. Jawohl. Also, aber sie hatte auch einen Geliebten. Sie hatte auch einen Geliebten, ja. Also so ganz schlimm ist es nicht. Ist es nicht? Nein. Sie hat sehr viel mitgemacht. Ich darf jetzt springen. Sie haben ja die Klitonista gerade in einer Premiere noch gehabt in Wiesbaden. Vorigen Samstag in Wiesbaden. In einer ganz modernen Auffassung. Ein rotes Kleid habe ich gesehen. Paillettenkleid. Und Tütü. Ne, Sie hatten das nicht. Nein, das ist Elektra. Das ist Elektra gewesen, ja. Wir kommen gleich noch auf die Dirigenten zu sprechen. Aber mich interessiert das Prozedere der Arbeit mit Herrn von Karajan, mit dem Sie ja viel gearbeitet haben. Und der, ich verstehe es gar nicht, in Salzburg gar nicht mehr so oft erwähnt wird, wie er zu erwähnen würdig wäre. Wie war das Modus Operandi? Zuerst hat er am Klavier gearbeitet, dann Platte gemacht, dann beleuchtet, dann Aufführung. Würden Sie ihm im Nachhinein auch sagen, das ist ein guter Weg? Es wäre ein guter Weg, wenn er wollte uns schonen, er wollte die Sänger schonen und hat immer das Band von der Schallplatte abgespielt während der Proben, sodass wir nur eigentlich die letzten Orchesterproben ausgesungen haben. Ich habe nun, außer Fidelio, habe ich alle Partien bei ihm zum ersten Mal gemacht. Also beide Brünnhilden und die Isolde. Und wenn man das nur 3 oder 4 Mal aussingt, ist es eigentlich zu wenig. Ja, ist richtig. Ich darf das sagen, wir haben leider keine Brünnhilde aufgenommen, wir haben keine Einspielung, aber die leisen, langen Phrasen vom Schlussgesang, die kann man schöner und harmonischer kaum hören, muss ich Ihnen sagen. Das sage ich. Das hat ein böser Kritiker, der Kästing hat das gesagt. Der sagt sonst immer nur Böses. Aber gerade die langsamen, langen Phrasen der Brünnhilde. Und das ist schwer, das im Piano so zu singen und langsam, nicht? Naja, das ist der Vorteil vielleicht, wenn man noch so jung an die Sachen rangeht. Ich würde gerne fragen, Ihr Verhältnis zum Wort im Oper und im Lied. Lied haben Sie nicht so viel gesungen? Nicht so viel, am Anfang mehr, aber die Stimme wurde dann immer größer Ich muss ehrlich sagen, ich bin zu nervös zum Lied singen. Ach. Ja. Man steht nur mit dem Klavier da. Ich meine, ich habe oft zum Beispiel die Wesentonlieder gesungen. Ja. Mit Klavier, ich bin gestorben. Mit Orchester, es ist was anderes. Aber man steht nackt vor dem Publikum und das muss man in frühen Jahren, wie zum Beispiel meine hochverehrte Christa Ludwig das gemacht hat, mit 18, 19 Jahren anfangen, jedes Jahr 20, 30 Liederabende. Und dann ist man auch noch nervös. Aber dem Wort haben Sie immer eine ganz besondere Bedeutung. Ich kann mich erinnern, wie Sie artikuliert haben in der Oper. Ja. Man versteht ja bei Ihnen sogar was. Das sagt man, ja. Ja. Aber auch das ist ein Training und eine Arbeit. Ja, und ich finde, es hilft nur beim Singen. Ja. Wir haben in dem Archiv kein Lied von Ihnen gefunden, aber was Schönes, nämlich von Tschaikowski in der Johanna von Orléans. Das ist ja so etwas liedhaft. Lebt wohl, ihr Berge, die Bamberger Symphoniker spielen unter Hermann Hildebrand. Lebt wohl, ihr Berge. Darf ich fragen, ein besonderes Verhältnis zu einem besonderen Komponisten? Ja, natürlich. Wagner, ja. Strauss, das sind meine Lieblingskomponisten. Und dann, und darauf freue ich mich auf den Sprung, und dann kommen die Modernen. Dann kommen die Modernen und damit Aribert Reimann. Wunderbar. Aber von Reimann haben Sie auch keine Lieder gesungen, der hat doch so schöne Lieder geschrieben. Nein, ein Requiem hat er auch für mich komponiert. Aber Gott sei Dank, 2 Opern haben Sie von ihm gesungen. Ja. Beide bei uns in München. Ja. Verderben die Modernen die Stimmen? Nein. Viele Ihrer Kollegen sagen das hier. Wenn ich die befrage, sagen die, ja, das ist so schwer, diese Sprünge, die machen die Stimmen kaputt. Sie sagen nein.
Ich sage nein und ich glaube, das ist eine pure Faulheit. Die sind zu faul, so viel zu studieren und sagen, ich singe lieber das gängige Repertoire. Das hören die jetzt gerne da. Kann ich mir vorstellen. Ja, ja, ja. Mal aufzuzählen, Sie haben gesungen von Fortner, Elisabeth Tudor, ja. Reimann, Lear und Da habe ich Aribert Reimann kennengelernt, bei der Premierenfeier von Elisabeth Tudor. Und er hat gesagt, wie wäre es, wenn ich mal was für Sie schreibe? Ja. Und ein paar Jahre später hat er mir die Gondel geschrieben, im Lear, nicht? Im Lear. Das war eine Aufführung. Und dann nicht? Das Requiem. Oh ja. Ponell. Wunderbar. Troades auch. Troades. Ja. Ja. Ottmar Schöck war Penthesilea. Festspielkonzert in Salzburg im Sommer, ja. Und dann, Platte. Und dann noch von Henze. Ja, der Prinz von Homburg. Prinz von Homburg. Und daraus habe ich was gefunden, denn unsere Hörer sollen etwas Modernes hören. Und zwar Kurfürstin im Prinz von Homburg, Henze mit François Leroux als Prinz, das Bayerische Staatsunterorchester unter Sawallisch spielt, Regie Lehnhoff. Dirigenten, Frau. Mit Marcel, mit Böe, mit Stein, mit Boulez, mit Scholti. Schwierigkeiten mal gehabt? Nein. Mit keinem? Naja, fällt mir ein. Mein erstes Operngastspiel in Dallas in Amerika war mit Charles McCarris, heute Sir Charles McCarris. Und der hat mich ziemlich geärgert, weil der verlangte damals Appoggiaturen im Fidelio, in den Rezitativen. Erklären Sie das den Zuschauern. Was ist das? Abscheulicher. Wo eilst du hin? Wo eilst du hin? In wildem Grimme. Statt in wildem Grimme. Ja. Grimm, ja. Und ich kam gerade von Karajan und habe gesagt, ich mache das nicht. Ne? Und also wir haben uns nicht verstanden. Nicht verstanden. Also es ist doch Schwierigkeiten. Ja. Sie haben gesagt, Herr von Karajan, das war doch eine besondere Beziehung. Das, ja. Sie haben mal etwas, das darf ich zitieren, über ihn gesagt, das habe ich noch nie so schön gelesen. Bei Karajan gab es keine brodelnden Tremoli, keine grunzenden Blechkörper, Katarakte, keine schmalzigen Kantilenen, es war transparent, eine klingende Deklamation. Pianissimo Zurückhaltung im Schloss, im Schluss war mit ihm möglich. Ja. Und dieses Führen mit seinen wunderschönen großen blauen Augen, er guckte dann nur auf die Bühne. Das Orchester lief ja als wunderbares Instrument einfach so mit. Ja. Und er hat und war immer bei uns auf der Bühne und hat uns geholfen, sofort eine kleine Unebenheit gespürt und geholfen, schneller oder langsamer geworden. Man war wirklich in Gottes Händen bei ihm. Und Schande für uns Regisseure, Sie haben gesagt, er hat nie einen Regisseur gefunden, der seine visionären Bilder übersetzt hat. Tja. Nein, das liegt daran, weil er selbst sie nur übersetzen konnte. Ja. Ich habe mit ihm gearbeitet, sehr gut gearbeitet, das war ein Orf, das kann man so nicht sagen. Das war eine ganz andere Art, ja, das wollte er auch gar nicht machen. Aber Sie sagten auch gerade bei Tristan, haben Sie einmal gesagt, haben Sie eigentlich nie einen Regisseur gefunden, der das übersetzte, was Wagner fordert? Ja. Wir haben halt nie Tristan zusammen gemacht. Oder? Wir haben nie einen Tristan zusammen gemacht, ja. Nein, nein, aber das ist schon eine Frage. Wir kommen auch auf die Frage der Regisseure. Also das Abnehmen vom... Es ist doch so, bei manchen Dirigenten fühlt man sich doch wie in Abrahams Schoß. Ja, ja. Und bei manchen muss man doch hinschauen. Muss man ständig hinschauen und aufpassen, weil er jeden Tag was anderes macht, nicht? Ja, jetzt kommen wir auf Ihren berühmten Fachwechsel Ende der 70er Jahre. Erzählen Sie mal, wie das war, der doch Nanni war. Doch, der hat zu Ihnen gesagt... Ich war in Hamburg für eine Wiederaufnahme Frau ohne Schatten, damals noch Färberin. Und es ging mir psychisch
und physisch nicht sehr gut. Das geht ja immer Hand in Hand. Und ich habe also herummarkiert und Herr von Dohnányi rief mich dann, eine der letzten Orchesterproben, rief mich zu sich und hat gesagt, warum singen Sie nicht aus? Kleine Pause und sagt, es geht nicht, gell? Habe ich gesagt, nein. Ja. Dann sagt er, markieren Sie mir die Probe zu Ende, wir sprechen nach der Probe. Und so sind Sie, war Schluss. Sofort, sofort. Ich habe am selben Abend noch meine Haare schwarz gefärbt, weil ich dachte, als Mezzosopran darf man nicht blond sein. Das hat sich mittlerweile wieder geändert, ja, wie Sie sehen. Aber ja. Vielleicht sind Sie wieder Sopran geworden. Wer weiß was. Das ist möglich. Ja. Was kam denn so, als Sie Mezzo wurden, Fachwechsel? Was kam denn so als... Wie immer, es gehört sehr viel Glück dazu. Ja. In allem. Und eine Kollegin hat für eine Premiere mit Purnell und Pritchard in Köln die Amme in Frauen in Schatten abgesagt. Und ich habe studiert, schnell, und das war meine erste Premiere. Es war ein toller Einstieg, nicht? Ja, das ist ein toller Einstieg. Ja. Und dann eine unbekannte, nicht so bekannte Oper, König von Heiling, Hans Heiling. Von Marschner. Von Marschner. In Zürich. Haben Sie König. Ja, und dann schon Clytemnestra und gleich Dohnányi sagte, sag ich, um Gottes Willen, wer soll mich engagieren? Und er sagte, sobald Sie Repertoire drauf haben, werde ich der Erste sein. Und er hat sein Wort gehalten. Schön. Ihr Verhältnis zum Regisseur. Sie haben wunderbar mit Purnell, mit Lehnhoff gearbeitet, mit Kupfer auch. Die Frage, Wagner zu inszenieren, ich muss Sie doch etwas sehr Direktes fragen. Hängen Sie eigentlich doch noch immer Wieland so nach, dass Sie meinen, Wagner könnte man eigentlich nur so inszenieren wie Wieland? Schauen Sie, ich habe jetzt gerade wieder in Wiesbaden die Erfahrung gemacht, dass mir der verhältnismäßig junge Regisseur gesagt hat, du hast recht, je weniger du machst, umso stärker wirkst du. Ja, aber das darf ich sagen, das Wenige, was Sie machen, machen Sie sehr expressiv. Das kann ich nicht beurteilen. Nein, darum muss man aufpassen bei Ihnen. Wenn Sie mehr machen, könnte das zu viel sein. Ja. Aber sagen Sie doch mal kurz, auch als Memento bei Wieland, was war denn so anders gegenüber, wie man heute Wagner inszeniert? Ich muss dazu sagen, dass ich nicht sehr viele Wagner-Inszenierungen gesehen habe. Ich habe selbst in San Francisco im Ring gesungen, an der Met im Ring gesungen. Und mache eigentlich sehr viel in diesem Sinne, wie ich es damals bei Wieland gelernt habe. Wieland war doch statisch, nicht? Ja. Sehr statisch und sehr viel mit Licht. Ja. Was sehr schön war, aber was wir heute mit den Bühnenbildern schwer machen können. Schwer, und es braucht natürlich eine bestimmte Sängerpersönlichkeit dazu. Ich will das jetzt gar nicht auf mich beziehen. Aber wenn nicht viel da ist, bringt die Statik natürlich gar nichts. Ne? Nein, nein. Auch wenn man sieht bei der Salome, ich beziehe mich hier auf die Silja, diese ungeheure beim Tanz, diese ungeheure filigrane Feingliedrigkeit, fast keiner Bewegung, ja, wie er das mit ihr gearbeitet hat. Ja. Mhm. Ich möchte gerne einmal sehen, verzeihen Sie, dass ich wieder etwas, wo ich mitgewirkt habe, machen, aber ich möchte noch einmal Hänsel und Gretel mit Ihnen sehen. Das muss ich nun aufführen, und zwar mit der Gruborowa und mit der Fassbinder, aber Sie als Mutter. Scholti hat dirigiert und die Wiener Philharmoniker haben gespielt. Einmal noch als Mutter. Holla! Holla! Was?
Ausgestopft wie Sir John Falstaff. Oh, Frau, Sie haben mit vielen Intendanten gearbeitet. Gamsjäger, Hampe, Drese. Haben Sie diese Intendanten auch geführt? Doch, ja. Und am längsten begleitet hat mich Dr. Drese. Ja. Der hat mich in Bern angehört in meinem ersten Jahr. Und hat mich daraufhin nach Wiesbaden verpflichtet. Dann ging ich nach Köln und er kam nach. Ja. Dann ging er nach Zürich, wo ich etliches gemacht habe, zum Beispiel den Hans Heiling damals. Ja. Und dann ging er nach Wien. Wien, ja, ja. Weil es wird doch oft vorgeworfen, dass heute das nicht mehr... Sie haben diesen guten Weg gemacht, von Bern weiter, Stationen gemacht. Auch schnell. Aber heute ist es doch so, wenn man ich will keinen Namen sagen, aber in Bielefeld einen guten Lohn reden, sind die übermorgen in München. Nicht? Ja. Ist zu früh. Noch ein Intendant, den ich unbedingt erwähnen möchte, der sehr viel für meine Karriere getan hat, nach dem Fachwechsel, da habe ich ihn erst kennengelernt, war Terry McEwen von San Francisco. Ja. Ich habe alle großen Partien in San Francisco gesungen und vieles auf seine Initiative hin, weil er unbedingt wollte, dass ich diese Partie singe. Jetzt sind wir schon mal gerade in Amerika. Wir beide arbeiten gerne an der Metropolitan. Ja. Sie doch auch. Ja. Da haben Sie doch viel gemacht. Sehr viel. Sagen Sie mal. Vom Prinzen Orlowski über Salome-Premiere, über Dialog der Karmeliterinnen in Englisch, ja. Fricka, Waltraute, Norn im mein Ringzyklus. Gott. Salome, Arabella, nicht? Arabella. Ja. Und es ist ein schönes Arbeiten. Jetzt kommt Mahagoni. Ja. Darf ich die Gelegenheit nutzen, noch etwas Kulturpolitisches zu sagen, weil jetzt immer wieder gesagt wird, der Intendant hat versagt, der hat versagt. Ich meine, wir wählen uns ja nicht selber zum Intendanten, nicht? Das tun ja Kulturausschüsse oder Kultusminister meinen, das ist der richtige Intendant. Mhm. Bei manchen wissen wir vorher schon, dass das schief geht, weil dazu gehört ja auch nicht nur Menschenführung, sondern auch Etatlesen, das alles. Und ich muss sagen, ich habe gerade heute Morgen das neue Theater da in Kaiserslautern mit einweihen dürfen. Man muss auch mal sagen, es werden heute im wiedervereinigten Deutschland mehr Theater neu eröffnet und gebaut, als wie zugesperrt. Weil immer so die Unkenrufe der Presse sind, die ist Theater werden zugesperrt. Die werden nicht zugesperrt, ganz wenige. Ja. Und es ist doch ein Und 150 Uraufführungen haben wir im nächsten Jahr, nicht? Herrlich. Gestern Abend Lohengrin in Coburg. Und in jeden Abend ist doch an den 242 Theatern etwas nicht nur los, sondern es geschieht etwas. Ja. Ich sag das mal einmal, weil man doch nur lesen kann, ist doch alles Schrott, was wir machen.
So unbedingt ist das so nicht. So kann man, ne, das nicht sagen. Und nein, es ist ja sehr viel Gefahr mit dem Schließen. Ich habe gerade heute gehört, in Hannover will die Frau Minister Schuchardt die Landesbühne schließen. Wissen Sie, diese Bühne ist vielleicht für Hannover nicht so wichtig, aber für den Umkreis, für die, ja, vielleicht überlegt sich die Frau Minister das nochmal nach heute Abend, wenn sie uns hört, das doch zu ändern. Denn das ist schade, wenn so etwas für den Landkreis fehlt. Ja. Vielleicht genauso wichtig für die Großstadt. Liebe Frau, ich darf Sie fragen, Ihr Verhältnis zum Bühnen- und zum Kostümbildner. Mir ist nämlich aufgefallen, ich meine, wir haben beide viel mit Schneider-Simsen gearbeitet, aber auch sonst, Sie gehen ja nicht mit jedem Fetzen auf die Bühne. Nein, also das nein. ist schwierig mit Ihnen. Da bin ich ein bisschen gefürchtet, ja. ja. ja ich habe ein sehr kritisches Auge ja. und habe eine ziemlich genaue Vorstellung, wie es aussehen sollte. Ja. Also wenn mir eine Skizze überhaupt nicht gefällt, dann ich lasse es mit mir reden. Aber ein bisschen angepasst an das, was mir gut steht, sollte es schon sein. Ja. Meistens sind ja die Kostümproben zu spät, nicht? Das ist dann ein paar Tage vor der letzten Hauptprobe oder sowas und dann... Nicht immer, nicht immer. Mhm. Aber Sie achten, ist mir aufgefallen, dass Sie sehr darauf achten, nicht nur, dass es schick aussieht, das ist gut, es muss auch zur Rolle passen. Oh ja. Ja. Verhältnis zum Publikum? Verhältnis zum Publikum ist ein sehr respektvolles und ich bin ein absoluter Gegner der Aussage, heute sitzen wieder lauter Lahme drinnen, die applaudieren nicht, die schlafen. Mhm. Ich finde, dafür sind wir verantwortlich. Wenn wir nicht gut sind, dann schlafen die Leute ein. Aber Sie haben nie ums Publikum gebuhlt, obwohl Sie Wienerin sind. Verzeihung. Naja, so ein bisschen tut man das natürlich. Ja. Ja. Warum ist das Verhältnis zum Publikum eigentlich bei modernen Werken immer noch so gestört? Singen wir über deren Kopf hinweg? Produzieren wir über das Verständnis des Publikums? Das glaube ich nicht. Ich habe das nicht erlebt. Erinnern Sie sich an Lear, an den Riesenerfolg. Ja. Ich sehe Sie heute noch auf der Bühne stehen, nach dem Premierenerfolg. Wir hatten etliche Abende nur geplant. Und es war so ein Überraschungserfolg. Sie standen nun da und haben gesagt, was machen wir denn jetzt? Ja, es war natürlich nicht einfach, zum Beispiel einen Mann wie Fischer-Dieskau noch freizuschaufeln für weitere Abende, nicht? Ja, ja. Das war das Problem, nicht? Dann Übertragung im Fernsehen war schwer, weil der Chor das nicht mehr konnte oder wollte. Ja, und dann ging es auf Englisch nach San Francisco. Nach San Francisco, ja. Im Übrigen darf ich die Gelegenheit nutzen, weil auch viel geklagt wird, Kulturverbreitung. Ich freue mich, dass wir jetzt gerade hier bei Dreisat sind. Und Dreisat fängt morgen Abend an, jeden Abend, 19.20 Uhr bis 20.40 Uhr Minuten über Kultur zu sprechen, zu palavern, zu informieren, zu quatschen, schön. Zu klatschen. Ist doch schön, nicht? Ja. Denn wir haben uns so beschwert, auch ich hier, dass die aktuelle Kamera, nein, das hieß die aktuelle Inszenierung im ZDF, nach 500 Mal wurde die gestrichen, leider. Weil man ja immer mehr dem Geschmack der vielen nachläuft. Und, aber das ist etwas Wichtiges, dass jeden Abend wir uns alle, und da rufe ich auch die Intendanten auf, da auch Material zu liefern, dass jeden Abend 40 Minuten Kultur in Deutschland verbreitet wird. Wenn ich sagen darf, wir haben ein Fernsehprogramm in Österreich, das um 19.30 Uhr ist, heißt Zeit im Bild, das sind die Nachrichten. Ja. Und dann kommt ein Block Kultur. Jeden Abend. Schön. Berichte aus der Staatsoper, Konzerte, Interviews, Ausschnitte, das ist bei uns jeden Abend. Und ich habe viele deutsche Freunde, wenn die bei mir zu Besuch sind, die sind ganz verrückt nach dieser Sendung. Weil es das hier in der Form nicht gibt. Ne? Ich habe auch etwas ganz Besonderes. Das werden Sie nicht glauben. Als nächste Einspielung habe ich eine Besonderheit aus der Metropolitan Opera. Das ist in Amerika noch gar nicht gesendet worden. Aber die haben uns die besondere Erlaubnis gegeben, weil sie hier sind heute Abend, dass wir das in Dreisat senden dürfen. Nämlich aus der Arabella. Beruhigen Sie sich, Frau Dernisch als Adelaide. Und die Jeanne Schautis heißt sie, nicht? Schorlin. Schorlin als Kartenlegerin und die Maria McLaughlin als Tenker. Ja. Otto Schenk hat inszeniert und Christian Thielemann hat dirigiert. Beruhigen Sie sich, die Hälfte von schon leer und können nicht mehr warten. Wenn ich so durchschaue, mit welchen Kollegen Sie gesungen haben, gearbeitet haben, mit dem Vickers, mit Tal Vella noch,
mit Stuart, Janowitz, Fischer-Dieskau, Adam, Stolze, mein Gott. Meine erste Klytämnestra war an der Wiener Staatsoper mit Birgit Nilsson und Leonie Riesaneck als Kindern. Als das? Ich wage dich zu fragen, Ihr Verhältnis zu den Kollegen, es war bestimmt immer gut. Ja, gut, ja. Man hat seine Vorlieben und und sonst ist man halt ein bisschen zurückhaltend. Man muss ja nicht mit jedem dauernd essen gehen, nicht? Nein, nein. Aber haben Sie auch erlebt, so Kollegen, die so absolute Rampensänger sind, die sich so vorspielen an Ihnen als Kollegin vorbei und dann immer vorne stehen? Das geht in dem Repertoire nicht. Geht in dem Repertoire nein, nicht? Nein. Ich glaube, sagen zu müssen, das machen auch lieber die Italiener als wir. Aha. Ja. Und seit der Einführung des Regietheaters geht das überhaupt geht das sowieso nicht mehr. Nicht? Denn wenn wir überlegen, was Felsenstein doch da angerichtet hat, im positiven Sinne, nicht wahr? Das ist doch wichtig, dass wir das nicht mehr so haben, dass da vorne die Primadonnen standen und die Tenöre. Und das nimmt uns auch heute keiner mehr ab. Nein. Ich darf Sie fragen, Ihr Verhältnis zur Presse, etwas delikate Frage, oder sind Sie sehr verrissen worden? Ja, sicher. Ja? Ja, ich bin auch ausgebuht worden, das gehört dazu. Ja. Ich habe in Wien, mein Debüt an der Wiener Staatsoper war ein schrecklicher Fidelio. Ich hatte vorher Cassandra gesungen. Ja. In den Trojan, was eine Mezzopartie ist, und bin sehr in die Brust gegangen, in die Bruststimme gegangen, und zwei, drei Tage später wollte ich dann Leonore singen und das war eine Katastrophe. Das gibt's, das gehört dazu. Ja, und ich weiß ja, wie man sich fühlt, wenn man ausgebuht wird. Ist kein schönes Gefühl. Ist nicht so schön. Nein, nein. Nein, auch als Geräusch. Soll mir keiner sagen, dass er das so locker wegsteckt. Nein. Es ist nicht angenehm. Nein. Es hat mal jemand gesagt zu Ihrer Isolde, das wäre eine Isolde großen Formats, aber eine große Symphonie mit Singstimme. Aha. Ja, Sie wissen, was damit gemeint ist. Ja. Das ist, ich glaube das nicht, denn die Isolde hat auch von Ihnen in der Charakterisierung immer sehr viel gehabt. Was singen Sie denn so in der nächsten Zeit? Sie haben doch Angelika gesungen, oder? Kommt wieder. Die kommt also wieder. Jetzt ist quer durchs Repertoire. Jetzt war Elektra, ist auch weiter noch. Jetzt mache ich eine Wiederaufnahme Wildschütz in Köln, die Gräfin, aha, was ja die großen alten Damen so singen, nicht? Martha Mödel hat das gesungen zum Beispiel auch. Dann kommt eine Wiederaufnahme von Tritico in Hamburg, dann gehe ich an die Met, dann gehe ich nach Dallas, dann kommt meine erste Gräfin in Pikdame in Bern, mhm. Back to the Roots. Right. Etwas muss ich noch sagen, anlässlich ihrer Premiere von Clytemnestra jetzt in Wiesbaden hat ein Kritiker geschrieben, das muss ich zitieren, Strauss hat eben doch nur eine Oper geschrieben, Rosenkavalier, den er bei Elektra vorwegnahm und dann später nachahmte. Das ist nachweislich falsch. Was soll denn das heißen? Ja, das können wir jetzt nicht erklären, aber das ist falsch. Darf ich was fragen zur Ausbildung? Ich will was über Ausbildung. Was muss sich an unserer Ausbildung ändern? Wollen Sie selbst unterrichten? Ich glaube, dazu fehlt mir die Geduld. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Was ich vielleicht machen wollte, ist beraten. Vorsichtig beraten in der Interpretation. Das könnte ich mir vorstellen, dass mir das vielleicht Spaß macht. Frau, ich habe Ihnen versprochen, wir wollen als letzte Einspielung haben, Sie als Marina, mit der Sie Ihr Debüt in Bern gehabt haben. Wir hören mit Heinz Hoppe als Dimitri, Bamberger Symphoniker unter Hildebrand, Hör Zarewitsch.
Sollte es je geschehen, was ich nicht glaube, dass Sie nicht mehr singen, was tun Sie denn dann? Reisen? Nee, ich bin dafür, dass Sie ans Burgtheater gehen als Schauspielerin. Wissen Sie, was wollen Sie da spielen? Die Irre von Chaillot. Das ist eine gute Entscheidung. Dankeschön, dass Sie bei uns waren mit der Irre von Chaillot und mit allem, was Sie für uns gesungen haben. Danke. Dankeschön.